Das gab es auch noch nicht. Ein Rettungshubschrauber landet und startet vor dem Rathaus in Hameln. Grund, ein schwerer Unfall in der Deisterstraße. Heute Nachmittag kam es im Innenstadtbereich von Hameln zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der Bundesstraße 1 bzw. Bundesstraße 217, das ist als Ortsdurchfahrt die Deisterstraße hier in Hameln, fuhr ein Toyota stadteinwärts, benutzte dabei die linke Fahrspur und wollte an der Kreuzung Bahnhofstraße geradeaus in Richtung Innenstadt fahren. Nach Zeugenangaben missachtete die 55-jährige Toyota-Fahrerin das Rotlichtsignal und fuhr in den Kreuzungsbereich hinein. Hierbei wurden zwei Personen erfasst. Ein 81-Jähriger, der mit einem Elektro-Krankenrollstuhl unterwegs war, sowie ein jugendlich oder kindlich aussehender Fußgänger, von dem wir noch keine weiteren Daten oder auch das Alter haben. Das Kind bzw. Jugendliche ist mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Klinikum transportiert worden. Für den schwer verletzten 81-Jährigen ist der Rettungshubschrauber Christoph 4 auf dem Rathausplatz gelandet. Der Notarzt wurde dann von der Feuerwehr zur Unfallstelle gefahren und konnte hier dann seine notärztliche Tätigkeit aufnehmen. Wie gesagt, der 81-Jährige ist mit schwersten Verletzungen mit dem Hubschrauber nach Hannover geflogen worden. Die Unfallstelle ist soeben geräumt worden. Der Abschleppwagen ist unterwegs, um das beteiligte Fahrzeug abzuschleppen. Die Unfallursache steht soweit fest. Wir haben zahlreiche Zeugen, die bereits bei Grünlicht in die Kreuzung hineingefahren sind, sowie Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen, den auch daneben das beteiligte Fahrzeug gefahren hat, die bereits bei Rotlicht gestanden haben und dann praktisch von dem beteiligten Fahrzeug, dem Toyota, links überholt wurden.